Jo, hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ein Spiel, was mir von einem Entwickler hier zugeschickt wurde, spielen wir heute, nämlich Backpack Hero. Ich muss gerade kurz gucken. Ja, das ist in-game auch so ausgeschnitten. Ja, das hier ist ein Roguelike, wo es wirklich hardcore ums Sammeln geht. Soweit ich das gelesen habe. Es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in das Spiel rein. Wir haben hier drei Charaktere zur Auswahl. Ich würde sagen, wir spielen mit Purse, den allerersten Char. Wir gehen jeden einmal durch. Den Stream, den lade ich höchstwahrscheinlich hinterher auch noch auf YouTube hoch. Ja. Und dann let's go. Willkommen im Dungeon. Du musst den Dungeon erobern, indem du tief ins Innere hinabsteigst und die dort versteckten alten Käsesorten entdeckst. Du bist nur mit deinem magischen Rucksack bewaffnet. Im Übrigen, ich klinge vielleicht ein bisschen angeschlagen, bin ich auch ein bisschen erkältet. Aber ich wollte den Stream heute trotzdem durchziehen. Du gehst in den Dungeon und weißt, dass nur wenige Leben zurückkommen. Klick mich! Deutlich nicht! Packe alle Items in deinen Rucksack. Wenn du ein Item hältst, kannst du es mit der rechten Maustaste oder der Pfeiltaste drehen. Ja, so funktioniert das Spiel. Ich packe Zeug in meinen Rucksack. Ja, ich klick dich. Ich klick dich. Ich klick dich an. Ja. Und unser erster Gegner. Im Kampf klickst du Items an, um sie zu benutzen. Besiege alle Gegner. Ich beende meinen Zug. Jetzt gerade lasse ich Tutorial noch drin. Beim zweiten Run würde ich es gerne weghaben. Verursacht 7 Schaden und ein neues Level. Ah, das gibt mir Rucksackplätze. Wie viel kann ich ausbauen? Ach, 4 Plätze. Oh, Pfeile. In Deutsch. Okay. Ich kann meine Kampfbelohnung neu würfeln. Was nehme ich mit? Boah, ein warmes Getränk. Ich würde gerne den Pfeil mitnehmen. Dann den noch und den. Und würde sagen, wir können weiter. Holen wir uns diesen Käse. Wir können nur in Ruhe und Frieden weiterleben, wenn wir diesen Käse gefunden haben. Um Gottes Willen. Und jetzt muss ich hier mal auf die Karte klicken und hoffen, dass was Gutes da ist. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Bogen, ne? So, ich benutze mein Schild. Aua, schlaue Entscheidung. Tschüss. Butter. Butter. Der haut echt oft zu. Ich glaube, ich hätte einfach nochmal draufschlagen sollen. So, wir haben ein weiteres Level erreicht. Dann machen wir den Rucksack mal größer. Kann ich auch umordnen? Ja, ich kann umordnen. Jede Rose hat ihre Dornen. Fügt die Stacheln hinzu. Dann mache ich wahrscheinlich hier so Berührungsschaden, wenn die mich angreifen. Das ist ein Konsum-Item. Warte mal, das schmeißen wir weg. Gold wollen wir, glaube ich, auch haben. Oh. Wenn ich Rüstungs-Items habe, dann erhalte ich minus 4 Schaden. Wenn genutzt, 5 Schaden. Da hätte ich mehr Max-HP. Das ist ein Rüstungstrank.
So, den Herzring nehmen wir dann noch mit. Kann ich den noch behalten? Ja. Okay. Das war die maximale Anzahl an Items, die ich hier mitnehmen konnte. Was haben wir denn da unten? Eine Kiste. Oh, mit einer Machete. Oder eine Eidechsenklinge. Okay, die ist auf jeden Fall besser als das hier. Ich guck gerade nur, wo ich hier was hinpacke. Das macht mir Schaden. Okay, damit kann ich Statuseffekte beim Gegner vernichten. Das wollte ich mir auf jeden Fall nehmen. Ich nehme mal den kurzen Pfeil hier weg. Kann ich das nämlich so packen, dann kann ich das Schwert auch noch mitnehmen. Da steht ja auch bei, was das ist, ne? Hier sind Gegner, eine Schmiede, eine Vision der Gefahr. Gehen wir zu den Gegnern. Die Eidechsenklinge, sie macht gut Schaden. Und jetzt schütze ich mich. Jede Waffe kann man offenbar einmal benutzen. Okay. Du bist weg. Jetzt schütze ich mich. Oh, hat sich verzogen. Kann man das decken? Nee. Ziegelstein. Okay. Ach, stimmt. Ich kann ja hier auch gucken, ne, was die machen. Das Teil darf nicht an der Waffe angrenzen, aber wenn es das nicht tut, dann ist es besser als das hier. Oh, doch nicht, weil es mehr Platz einnimmt. Hier muss man mit Platz arbeiten. Ich nehme das mal weg und gönne mir das. Wir machen alle Waffen hier auf jeden Fall erstmal einen Schaden mehr und ich habe generell Rüstung, ne? Dann kann ich ein Schild aber nicht mehr mitnehmen. So, dann würfeln wir mal die restlichen Items neu. Und damit kann ich mich heilen. Oh, die alten Items habe ich dadurch auch verloren, die jetzt dabei waren. Dieses Item schwebt. Okay. Damit kann ich Waffen boosten. Der Stab, der heilt mich halt, ne? Blockiert das da tatsächlich? Nee. Dann nehme das erstmal so mit. Die verkauften Händler waren. Was hast du denn schönes? Oh, ein Bogen. Den hätte ich gern. Ein kleiner Schlüssel. Klingt sehr nett. Ein ethischer Schleichstein. Ah, okay, das ist ein Konsum-Item, aber das verstärkt alle meine Waffen. Nimm den mal. Den hier kannst du dann direkt mithaben.
6 kostet der. Der Bogen kostet 12. Ich will mal kurz rein und hört mich eigentlich ganz gut. Das Spiel ist bei mir echt laut. Tatsächlich kann ich das Spiel lauter machen. Einen Moment. Option. Okay. Ich finde die Rose jetzt nicht so krass. Der kauft nicht noch mehr. Den Schlüssel will ich auf jeden Fall haben. Den Bogen kann ich mir leider nicht mehr leisten. Gönne ich mir noch einen Saphir. Und den Rest kann ich mir nicht kaufen. Okay, und da das Getränk könnt mir eventuell nutzen. So eine Vision der Gefahr. Was willst du von mir? Oh, was machst du denn? Schön, dass du meine Sachen verbessern kannst, aber ich kein Geld habe dafür. So, dafür brauchte ich ja den Schlüssel, ne? So, was bringt mir diese Tür denn? Eine Kiste voller Wertsachen. Rüstung des Erzengels. Oh. Nehmen wir das mal. Ja, diese Maus ist glücklich. Frage ist, wie lange wir noch überleben. So. Du bist schon mal weg. Aua. Peace. Zerbrochener Regen. Füge vier Block hinzu. Doppelhelebarde. Abgeschnittenes Schwert. Ein Kaktus. Wenn Schaden genommen wird, fügt dir 7 Stachelschaden hinzu. Na gut, wenn ich 7 Stachelschaden habe, die verletzen sich ja selber dran, ne? 2 Items kann ich noch. Kann ich nicht ein paar von den Items hier schon nutzen? Der Rest, der bringt mir halt nichts. Guck mal, jetzt hier kommen schon die Masterplays. Hier ist noch ein Händler. Tank der dunklen Dame. Okay. Das sind wahrscheinlich Wurf-Items. Das hätte ich gern. Hier die Axt, die bringt es mir eh nicht so wirklich. Mit dem Pfeil, den kann ich gar nicht nutzen ohne Bogen. Komm, irgendwas. So, ich hätte nämlich gerne das Schweinchen. So, und jetzt kann ich nichts mehr kaufen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Außer eins davon kostet nur eine Münze, aber das bezweifle ich. Ist bei dir halt echt gar nichts? Ein Heiler, da will ich hin. Bitte heile mich. Oh, natürlich wird sie Geld. Oh,
und bin wahrscheinlich tot. Ja. Kein Leben, kein Weiterspielen. So, kann ich das ausmachen? Nee. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum ich den Stab nicht nutzen konnte. Nur die kann wahrscheinlich Stäbe nutzen. So, jetzt werde ich zur dunklen Ratte. Ja, ich verstehe das Spiel mittlerweile. Ich würde die Tutorials gerne ausschalten. Kann ich mich auch mit Block richtig zuballern? Ja, kann ich. So, man will ja angrenzend haben, ne? So, Gold nehme ich immer mit. Verdorbene Milch. Fügt 18 Block hinzu, fügt mir aber 3 Gift auch noch zusätzlich hinzu. Schon mal ein besseres Schwert. Ich weiß nicht, was mir Glück bringt. Ein Item kann ich noch. Das hier, Verbände. Ich krieg 3 AP, wenn der Kampf endet. Also ich werde immer geheilt. Sehr schön. Die Krypta, Teil 1 von 3. Okay. Dafür brauche ich einen Schlüssel. So, und Verteidigung. So, ich habe die Taktik. 2-mal schlagen und 2-mal schild. Dann kriege ich keinen Schaden. Essen! Das ist keine Chance. Einmal blocken hat offenbar auch gereicht. Ich gönne mir die 3 Plätze. Dann mache ich hier rechts noch einen Platz. Und da tue ich dann die Münzen hin. Okay. Nehme ich. Verteidigung. Einen Schlüssel. Okay. Oh. Das kann Waffen verstärken. Na gut. Jetzt kann ich ja hier die Tür öffnen, ne? Ich will übrigens eben kurz den Titel anpassen. Machete, damit kann ich wieder einen Schaden zufügen. Okay. Könnte ich mir für später holen. Verbraucht auch nur einen Platz tatsächlich. Wenn ich später Pfeile habe, dann kann ich damit Pfeile abschießen. Ich sollte die Pfeile immer rechts davon aufbewahren.
Dann machen wir diese Gegner jetzt fertig. Ja, natürlich, ohne Pfeile geht's schlecht, ne? Ja, das war eine schlaue Idee. So, dich machen wir fertig. So, du boostest ja jetzt meine Waffe, ne? Ach, über ihn steht auch, was der macht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da hier oben links habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Kratzen. Ich habe dich gekratzt. So. Das sollte reichen, um den Schaden zu überstehen. Ich lese mir gerade durch. Okay. Neuen Schaden würde er verursachen, aber ich töte ihn ja jetzt. Oh, der, das Schwert da ist besser als mein jetziges. So, dann gönne ich mir noch hier das. Warte mal. Drehen wir das so, dass es direkt beim nächsten Mal auf das Schwert zeigt. Und dann sollte es so passen. Da ist eine Schmiede. Ich habe nicht so viel Gold, ne? Nur 8. So. Ich kann nur einmal zuschlagen und mich danach mit Verteidigung zu ballern. Ich überspringe den Fluch. So, das drehen wir einmal. Oh, das dreht sich in die andere Richtung. Oh, der Kaktus ist richtig nice. Zack. Hat's mir gar nichts. Okay, eine Energie. Nee, lass mal. So richtig prickelnd finde ich keins von den Items. Ist hier kein Händler auf der Ebene? Naja, wir haben einen Schmied. 2 Block zum Schild, eine Eile zum Schild, Rüstung leitfähig machen. Ich weiß nicht, was leitfähig ist. Nimmt das Item, dreht es ein paar Mal und drückt es dann auf ihren Amboss. Ihr Hammer lässt Funken fliegen und du drehst dich um, um deine Augen zu bedenken. Als du dich wieder umdrehst, leuchtet es mit einem neuen Zweck. Okay. Er hat seinen Zweck erfüllt. Ich weiß nicht genau, was man hier von mir will. Ein unbekanntes Ereignis. Kauf einen Zauberstab. Nein, danke. Einen Moment. Mein Hund kratzt an meiner Tür.
Ja. So, bin wieder zurück. Ich hab's da drauf gedreht. Zack. So, ich hau zu. Verteidige mich. Ich muss 16 Schaden ausgleichen. Passt. Okay, jetzt muss ich nur 6 Schaden ausgleichen. Das heißt, ich kann das Teil auch einmal drehen. Achso, nicht vernichten wir. Ach, kann ich ja nicht. Ich brauche ein besseres Schwert. 14 reicht tatsächlich aus. So, der ist tot. Was bedeutet das? Ach, der wird, der haut eh ab. Neues Level. Ich hätte gerne rechts von dem Teil auch gerne Waffe. Oh, was ist das denn für eine geile Waffe? Dafür muss erstmal Gift auf dem Gegner sein, damit die Waffe nützlich ist. Helm? Ich nehme das Schwert mal mit. Weil ich kann ja erst da drin mit zuhauen, dann hat der Gegner Gift und dann kann ich damit zuhauen und hau doch mal Schaden raus. Jeder Zug 2 Block. Jeder Zug 5 Block. Aber der Schild hat dann weniger. Ich hätte ja auch noch mal einen neuen Kaktus. Was genau bringt mir Glück? Das will ich jetzt einmal kurz nachgucken. Gibt es doch so ein Verzeichnis. Glück erhöht deine Chance, seltene Items zu finden. Man kann nie genug haben. Ah, okay, den Glücksring sollte ich auf jeden Fall behalten. Ich behalte mal die Rüstung, die ich jetzt gerade habe. Und bleib mal mit dem Items hier. Der will mir immer noch den Stab anbringen. Kann ich dir eigentlich was verkaufen? Nee. Boah, wie viel Gold dieses Schwert eigentlich bringen muss, ne? Ich habe keinen weiteren Schlüssel. Das heißt, da unten hingehen bringt mir eh nichts, also weiter. Learning by doing. Oh, direkt ein Ereignis für uns. Lass den kleinen Bunker fallen, bekommst das Item, auf dem er landet. Will ich überhaupt eins der Items haben? Und ein Diamant wäre auf jeden Fall gut. Also am ehesten hätte ich gerne den Diamant. Komm, gib mir den Diamanten. Wird nicht der Diamant. Die will ich nicht. Da unten ist eine Tür, das heißt, da komme ich gar nicht erst hin. Zumindest jetzt noch nicht. Legendäre Giftschwert bringt ihr momentan überhaupt nichts. Ich gehe erstmal komplett auf die Barrikaden. 14 Schaden muss ich ausgleichen. Okay, habe ich. Okay,
Okay, die greifen jetzt überhaupt nicht an. Ich hab trotzdem mal den Schild. Oh, 17 Schaden machen die. Also bei der ersten Gelegenheit verkaufe ich das Schwert. Das bringt mir überhaupt nichts zur Zeit. Das ist bestimmt in Kombination ganz gut. Aber jetzt momentan bringt mir das halt nichts. Und tot. Aber könnte ich mich einmal heilen? Ich weiß nicht, was Wut bringt. Ich hätte ein beschädigtes Messer noch hier im Angebot. Das verbraucht sich aber. Na. Bringt mir alles nix. Und ich muss direkt wieder kämpfen. Überspringen den Fluch, nehmen die 4 Schaden. Ich muss 2-mal blocken. Noch einmal den Fluch überspringen und danach muss ich den Fluch ertragen. Ja, dann sagt sich so leicht, wo soll ich das denn hin tun? Ja, der Mann war auch nicht so geil. Der Run der Tage kommt noch. Warte mal. Zurück zum Menü. Probieren wir jetzt mal den Frosch aus. Jetzt bin ich ein Frosch. Oh, ich hab Schnitzerei. Tote zieht jede Runde 3 Schnitzereien. Ziehen sie in deinen Rucksack, um sie zu beschwören. Okay, die kämpft komplett anders. Okay. Manche kann ich auch offenbar behalten. Nee, bei ihr verbraucht nicht alles. Da finde ich die Ratte cooler. Das Ding heilt sich die ganze Zeit. So, für jedes leere Feld rechts. Ich muss das ganz links hinlegen. Überhaupt nicht drauf geachtet. Na gut, aber wie gesagt, die Ratte finde ich dann cooler. Aber wir machen einen Run trotzdem jetzt mit der. Okay. Das, daran darf nichts angrenzen. Das macht generell Schaden. Wie machen wir das denn? Wann erstmal das?
Ja, hat funktioniert. Okay, bei ihr ist es extrem luckbasiert, was wir haben. Okay. Die Verworfenen, die werden nochmal genutzt und die ich verbrenne, die werden für immer verbrannt. Okay, machen wir das jetzt so, zack, 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 zack. Ja, hat funktioniert. Okay. Ich kann die nur hier reinpacken. Was ich dann kriege, ist random. Kann heftig sein, wahrscheinlich. Kann aber wahrscheinlich auch kompletter Bockmist sein. Ich würde mal gucken. Zuerst haben wir einen Kampf vor uns und ich taufe mir ein. Ich würde sagen, ich heile mich. Also ich verteidige mich und dann haue ich zu. Heilung in einem Block. Aua. Tja. Tschüss. Man will Platz haben. Ach, und die kann auch noch Normalzeug mit sich tragen. Machen wir auf jeden Fall ein bisschen Max-Leben. Ich mache mir generell Rüstung. Ich habe ja schon dieses komische Baumschwert, ne? Hier können nur Schnitzereien rein. Alles klar. Baumaterial. Ja, dann würde ich die Machete noch mitnehmen. Oder nee. Viel wichtiger, Geld. Eine Kiste voller Wertsachen. Ich kann nur drei Sachen mitnehmen, wieder mal. Nehme ich und nehme. Oh. Kann ich generell nur eins? Na gut. Geld habe ich kaum und das andere habe ich auch kaum. Tschüss. Ich benutze das einfach, dann ist es weg. Jetzt gebe ich mir die Glücksschnitzerei. Gärtnerhelm. Der ist gekauft. Den Schlüssel will ich sowieso.
sind zwei verschiedene Schlüssel. Macht es einen Unterschied, welchen ich nehme? Ich nehme mal den zweiten Schlüssel noch mit. So, jetzt kann ich hier die Tür nämlich öffnen. Ist, glaube ich, egal, welchen ich nutze. Okay, das muss nach rechts. Ja, damit kann ich nochmal Schaden drücken. Und die Rose ist generell praktisch. Aber ich sollte nicht zu viel bei mir haben. Deswegen einmal kurz zum Händler, dann kann ich ein bisschen was verkaufen. Was ist besser, der Eisenhelm oder der Helm? Ich sollte, wenn eher, die Lederkappe wegschmeißen. Den Dolch kannst du haben und die Rose finde ich jetzt auch nicht so geil. Oh, was ist denn das für ein Gerät? Das kostet auch nur 6. Oh, der Glücksring. Und eine Heilung. Ach, hab kaum noch Münzen. Kann ich mir überhaupt irgendwas noch leisten? Nee. Bei der Schmiede kann ich mir wahrscheinlich auch nichts leisten. Da ist ein Händler. Das nutzen wir mal hier oben. Ich habe ja schon hier den Glücksring. So, ich gönne mir erstmal Abwehr. So, weg damit. Oh, da ist die Spirallanze. Ich kann sie nicht nutzen. Kein Platz mehr. Oh, für jedes Feld unterhalb dieses Item mehr 2 plus Block. Ich hoffe nur, dass der Eisenhelm genau das verhindert. Ja, erstmal die Eichel. Und dann das. Den Schaden blocken. Tschüss. So, ich brauche Platz. Okay. Der Würfel macht ja, dass es mein Endzeug krasser ist. Ich glaube, den Ring könnte ich eigentlich auch verkaufen. Ja, ich kann mir nichts mehr nehmen.
Hier, den kannst du haben. Ich habe schon den Gärtnerhelm, deswegen ist der unnütz. Dieses Item ist ein Projektil für jeden verbundenen Mana-Stein. Okay. Ein besserer Herzring wäre hier. Aber vom Prinzip her bringt mir der Händler nichts. Okay. Und damit kann ich mich stets immer wieder heilen. So eine Spirallanze reicht ja. Gucken wir mal, was hatte der Händler noch? Hatte der irgendwas Krasses, was ich haben wollte? Nein. Was hast du denn noch so anzubieten? Zu einem Schild? Ich habe doch kein Schild. Ich habe nichts in der Richtung. Froschmehl bringt ja sehr viel. So, Eiche. Ich nehme den Fluch einfach und packe ihn hier irgendwo hin. Passt so schon. Ich glaube, wenn drei von denen einander angrenzen, dann machen die sich auch weg. Tschüss. Ich hätte mich noch heilen können, ich Blödi. Oh, eine bessere Klinge. Okay. Ich nehme den Pfeil noch mit. Dann nehme ich diesen Stab noch. Und dann mal gucken, was in der Kiste drin ist. Ein sehr, sehr großer Schild. Ich glaube, ein weit besserer Stab. Doof, dass ich diese illustrischen Felder nicht so nutzen kann, wie ich will. Oh, ich kann hier wieder was gewinnen. Oh, Vampirismus kann ich mir vorstellen, was das ist. Komm, gib mir den Vampirismusstab. Ich krieg die Hand. Der bringt's auch nicht. Willst du irgendwas Bestimmtes von mir? Beim nächsten Kampf muss ich den Fluch auf jeden Fall mal loswerden. So.
Tuch ist weg. Ich heile mich mal eben kurz. Und dann gönne ich mir Rüstung. Danke. Ich krieg 10 Schaden und hab 19 Rüstung. Oh. Ich kann's wieder mal nicht nutzen. Ich würde sehr viel Schaden in dieser Runde kassieren. Da block ich lieber einmal. Geschnitzte Klinge passt nicht. Tschüss. Wieder ein neues Level, mehr Platz. Hä? Ich würde sagen, ich nehme die Schnitzereien mit und noch die den Kaktus. So, hier die Tür kann ich öffnen, aber ich würde gern erstmal vorher zu einem Händler, wenn ich kann. Ah, dafür braucht man das. Man braucht diese Mana-Steine, um die nutzen zu können. Ja, das bringt ja echt viel. Aua. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber ich hab's genutzt. Perfekt. Den Frosch spiele ich nicht nochmal. Da finde ich das Inventar nicht so geil. Im Übrigen, hier unter Benutzer definitiv das Spiel, könnte ich noch so zusätzliche Sachen hier machen. Ich weiß nicht, wer von dem Matthew ist. Weiß ich wirklich nicht. Wer ist Matthew? Das finden wir jetzt heraus. Matthew ist offenbar die Ratte. Ah, okay. Wenn du keine Helden finden kannst, musst du selber einen bauen. CR8 ist ein Mischmasch aus Metall und Nerdzeug, das sich automatisch um jeden Gegner kümmert, vorausgesetzt, seine Schaltkreise sind richtig organisiert. Dann spielen wir jetzt mal mit dem Robo. Okay. Wir lernen den Robo kennen. Oh Gottes Willen. Hä? Achso, den Kern, den muss ich mitnehmen. Ah. Ich muss darauf achten, wie mein Kern ausgerichtet ist. Und dann nutze ich den Kern, um es zu aktivieren. Okay. Oh, wenn sich mehrere Items im Weg befinden, verwenden sie alle. Kann doch aber auch teilweise lästig werden, oder nicht? Beispielsweise müsste ich doch dann teilweise auch so arbeiten. Oh, ich muss darauf achten, dass es mehrere Plätze belegt. Dann wird es mehrfach verwendet. Okay. Sehr interessant, der Charakter. Und natürlich können wir den Weg unseres Stroms auch umleiten.
Das ist eine Waffe. Kann ich jetzt beispielsweise so arbeiten? Was genau wird gerade von mir verlangt? Soll das einen möglichst langen Weg hinter sich liegen? Scheinbar ja. Ich hätte mir vielleicht die Strahlenpistole auch mal durchlesen sollen. Ich aber so arbeiten. Okay, verstanden. Hier ist die Art und Weise, wie es angelegt ist, sehr wichtig. Verstärker kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Zerstörstrom erzeugt einen neuen. Okay. Da dran und dann das da dran. Ah, dann kann ich es zweimal verwenden. Okay. Wenn der Strom leer ist, dann ist der Angriff vorbei. Okay. Oh, ich hätte auf den Kern drücken sollen. Interessant, wie der Charakter aufgebaut ist. Der ist eventuell der heftigste von denen. Oh, einige Items waren von sich aus Strom. Ach, dann brauche ich nicht immer hier so machen. Okay. Auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. So vielleicht? Nee. Das verursacht ja 16 Schaden. Das Spiel jetzt doch, dass ich so arbeite. Hä? Aber das habe ich doch gerade eben schon gemacht. Egal. Ach, damit kann ich einmal umorganisieren. Damit mache ich mir einen Block. Der erzeugt ja 3 Strom. Das Abwehrfeld kostet mich 0, so kann ich das Maximale rausholen. Hoffe ich. Ich hoffe, mein Hirn betrügt mich gerade nicht. Ich habe kein Geld. Hatte ich jetzt Items hier Heilung bekommen, also Abwehr? Ja.
nicht schon tot? Oh. Oh. In der Richtung scheint es keine Grenze zu geben. Machen wir das doch so. Zack und zack. Ja. Das Gold will ich auf jeden Fall haben. Abgesplittertes Schwert wäre besser als eine Holzklinge. Tatsächlich kostet mich das auch weniger. Die behalte ich mal zum Verkaufen. Dann nehme ich noch die Rose mit. Ich sollte vielleicht erst die Batterie nutzen, weil die mich nichts kostet. Okay, ich baue aus. Den Kaktus will ich haben. Ach so, schwebend heißt, der kommt immer nach ganz oben. Ah. Zum Verkauf behalten. Das nehme ich mal mit. Und gönn mir einen Heal. Natürlich fehlt mir genau eine Münze. Du mich auch. Natürlich ist ja auch der Händler genau hinter den Gegnern. Ich will das nutzen, aber es geht nicht. Ach komm, dann kriege ich wenigstens Abwehr. So, jetzt habe ich genügend Geld, um mich einmal zu heilen. Ich nehme den Umkehrer. Damit kann ich meinen Rucksack neu organisieren. Dann nehme ich noch die Hose. So, Händler. Die Leiterplatine ist genau wie der Mikrochip. Du kannst noch eine Dornenrose von mir haben. Fünf Münzen muss ich mir auf jeden Fall aufsparen. Davon bringt mir eigentlich nur der Kaktus was.
So, jetzt muss ich mir erstmal den Heal holen. Weil wir wollen ja am Leben bleiben. Jetzt haben wir da zwei Kisten voller Wertsachen. Ist gekauft. Ich müsste einmal prüfen, ob der so rückwärts dann hier durchgeht. Durch den Kern. Oder was wir auch machen könnten. Nee. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Den nehme ich auf jeden Fall mal für später mit. Den Rest lasse ich mal. Ein zerstörerischer Kern. Der erste Strom wird gespeichert, der zweite Strom setzt die doppelte gespeicherte Energie frei. Okay, das Ding will ich mal ausprobieren. Eventuell habe ich dann hier doppelte Power. Oh. Das da wäre auch ganz praktisch gewesen. Soll mal gucken. Wie genau hat das jetzt funktioniert? Ich habe mir nicht drauf geachtet. Den Helm nehme ich wegen Abwehr. Na, und der Rest kann eigentlich wegbleiben. Hier ist auch noch mal ein Heiler. Heilung ist immer sehr willkommen. Ich hätte nur gern mehr Verkäufe, aber hier ist kein einziger. Nee, die haben sich hauptsächlich selbst getötet. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding funktioniert. Warte mal. Ne, nicht hier. Da steht das doch bestimmt drin. Ich suche gerade Komponente. Ladegerät. Ich verstehe es nicht. Den gönne ich mir einmal. Und dann nehme ich noch hier... Ja, eigentlich will ich dann nichts weiter mitnehmen. Weiter geht's. Kann ich mir heilen leisten? Nee. Nehmen
Mikrochip tue ich, die Batterie tue ich jetzt mal woanders hin. Weil ganz ehrlich, ich verstehe das dumme Ding nicht. Bin tot. Na gut, dann würde ich jetzt noch einen Run mit der Maus machen und dann für heute Schluss machen, weil wie gesagt, ich bin nicht ganz auf der Höhe, deswegen heute ein kürzeres Team. Dass ich das nicht skippen kann. Ich wollte das zumindest heute angespielt haben. Bisher hat mir die Ratte am besten gefallen. Weil die war am unkompliziertesten. So. Einmal drauf achten, was der will. Der Gegner. Zack. Ja. Wir tauschen das Schwert aus. Ja, wir nehmen natürlich Geld mit. Und dann geben wir uns noch die Machete. Boah, ist hier viel. Okay, unten ist direkt eine Kiste. Rockman. Okay, der macht 11 Schaden. Neun Schaden muss ich blocken. Die Machete kann man zum Glück gratis einmal verwenden. Tschüss. Da ist nichts Geiles bei. Die Kiste voller Wertsachen lasse ich in Ruhe, solange ich kein erweitertes Inventar habe. Du kannst mir gar nichts. Sieht. So, einen extra Platz machen, wo ich die Münze hin tue. Wie genau verhält sich das? Warte mal. Dann habe ich zwei Waffen, die verstärkt werden. So, kann es das Hackebeil tatsächlich direkt haben. Nein. Hier verbringt mir nichts etwas. Außer eventuell der Lamellenschild. Wenn der Lamellenschild ist besser als meiner, der nimmt auch weniger Platz ein.
kann ich vielleicht Trick 31 machen und beide Waffen stärken. Perfekto. Oh, eine Mimik so gesehen. So, die Machete kann ich immer nutzen. Und du bist RIP. Der Mattis, der ist richtig geil. Den nehme ich. Wenn ich den verschiebe, kann ich ruhig das Kurzschwert noch nehmen. Das Kurzschwert ist eigentlich sogar besser als das abgesplitterte Schwert. Ich gehe das abgesplitterte Schwert noch verkaufen. Aber nichts weiteres einkaufen. Sag mir einfach nur den Gegner voraus. Dafür sind die Dinger. Ach, ich nehme den Fluch. Pack ihn da hin. So, nutzen. Und offenbar blocke ich diese Runde sehr stark. Tschüss. Oh, noch ein Glücksring. Ich nehme auf jeden Fall den Verband. Ich könnte den Knüppel noch nehmen. Knüppel wäre besser als mein Kurzschwert mal wieder. Ich kann noch den Glücksring hier mitnehmen. Kann ich hier... Nee, der will nichts mehr ankaufen. So, erstmal Machete, weil die gratis ist. Und das Schöne ist, mit dem Knüppel kann ich seinen Schaden runterprügeln. Bei der Ratte habe ich immer das Gefühl, die verschwindet, sobald seine Kameraden tot sind. So, ich will schön so ausbauen, dass ich den weit nach rechts verpacken kann. Ein Skimitar. Ja, ein bisschen Block standardmäßig. Und dann nehme ich sonst noch den Würfel mit. Goldenes Hackbeil. Ich will eigentlich die Lanze haben, weil die ihre Schaden drückt. Ein Fischschwert. Ich nehme den Schaden. Danke, Spiel. Schlüssel habe ich nicht. Und hier ist auch kein Heiler weit und breit. So, ich muss mich heilen. Auf 19 muss ich mindestens kommen. Verdammte Axt. 10. Okay. 11 Schaden muss ich blocken. Jetzt muss ich nur noch 2 blocken. Schön. Tschüss. Ich habe hier einfach eine Rakete zur Auswahl.
Okay. Für jedes Feld, das sich die Rakete bewegt, nimmt sie 10 Schaden mit. Aber das Ding ist, nichts von dem, was hier drin ist, ist für mich nützlich. Den Schlüssel, den brauche ich. Komme ich nämlich hier rein. Und hoffentlich ist dahinter was Schönes. Eine Armbrust, ein Herzring und noch ein Knüppel. Na gut, besser ist das Kurzschwert. Ich könnte noch einen Hackebeil mitnehmen für noch mal ein bisschen extra Schaden. Nee, ich nehme den Herzring. So, den Kampf nehmen wir noch mit. So, ich muss nur 7 Schaden blocken. Ich brauche das mal auf. Tschüss. Oh, ein Ritterschild. Okay. Hat zwar ein weniger am Block an sich, aber die Schuhe werden dadurch auch noch verbessert. Das sollte ich auch mitnehmen. Ich schmeiß die Mahlzeit mal weg. Was ist das hier? Stein der Weisen. Wählendes angrenzende oder diagonale Konsum-Item. Dieses Item erhält 1+1 Energie. Okay. Das Ding ist, ich habe keine Konsum-Item. Ich nehme den Schlüssel. Passt so. Geheimnisvolle Mitmachsache. Vorpalklinge. Die will ich haben. Das Giftschwert ist nicht so geil, das haben wir ja schon kennengelernt. Aber das macht nur Schaden, während ich vergiftet bin. Ja! Ich krieg diese legendäre Waffe! Hätte ich sie einfach hier runterfallen lassen können? Ich muss einmal kurz umsortieren. Ich kann auf die beiden Items verzichten, ruhig. Alter, das Ding macht jetzt so übelst Schaden. Ich habe eine gute Waffe. Ich könnte noch einen Ration zu einem Ring hinzufügen. 12 Gold, nein, danke. Will ich Regeneration oder will ich Schaden? Ich will eigentlich mal ein bisschen mehr hier am Leben halten, ne? Aber ich könnte eine Waffe stärken. Ich mache die Machete heftiger. Mache ich nämlich jede Runde jedem Gegner 8 Schaden gratis. Das ist der Run, Leute. Das Spiel ist noch nicht in der Vollversion, ne? Will man mal anmerken. Einmal den Schild nutzen. Nachdem ich dich verkrüppelt habe, reicht das. Ach komm, ich kann noch mal Schild nutzen. Vorpalklinge. Oh, ich krieg Schaden.
Ja, das Vieh haut immer ab, wenn alle anderen tot sind. Was ist denn das für ein Schwert? Ach so, einfach nur geneigt. Noch ein Saphir. Angrenzende Waffen. Momentan habe ich ein gutes Equipment. Lassen wir das mal. Ein Mitglied der Patrouille. Ja, ich klick dich. Vielleicht kriege ich einen besseren Schild. Herkules Schild. Fügt 2 Block hinzu. Angriffende Schilde werden verwendet. Okay. Ach komm. Nehmen wir das mal. Ich hoffe, das war's wert. Zur Schmiede gehe ich als letztes. Hat es jetzt direkt 2 gekostet? Ja. Hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, der Herkules-Schild. Eventuell lässt er sich gut verkaufen. So, ich mache mir weg. Dann schütze ich mich. Entschuldigung, musst ein paar Mal niesen. Der Dreckige hat mir Schaden gedrückt. Die Vorpalklinge, die ist einfach geil. So, ein neues Level. Machen wir hier noch eine Reihe. Kann ich noch eine Waffe da hinten packen? Momentan nehme ich aber offenbar eher den Schlüssel mit. Das Teil. Und das ist ein Luck-Item. Okay. Das heißt, da wird Mist bei rauskommen bei mir. Warum ist hier denn kein Laden? So, ich speichere hier jetzt auf jeden Fall mal. Eine lila Schnecke. Ein seltenes Chaos fügt 3 Max-HP hinzu. Oh. Schon irgendwo gelohnt. Das einzig Nützliche ist der Schlüssel. Geheimnisvolles Etwas. Nein, behalt deinen Zauberstab. Ich habe kein Mana. So, was kann ich denn auch bessern? Noch mehr Eile auf mein Schild. Oh, jetzt vernichten wir mal dich zuerst. So, deinen Angriff einfach blocken. Passt schon. Vor allen Dingen mit der Vorpalklinge hau ich halt trotzdem durch, ne? So, tschüss. Ja, dieser Herkules-Schild, der ist so rotze. Ich kann mir deine Heilung nicht leisten. Wir sind in Krypta 3. Krypta-Finale. Aber damit war es bestimmt noch nicht. Gegner hier Bienenkönigin.
Die holt sich einen Verbündeten. Und ist fast tot. Ich mache auf jeden Fall einen Block und sterbe. Warte, versuchen wir das nochmal. Ich will das nochmal versuchen. So. Wir machen jetzt erstmal ihre Kameraden da weg. Und dann blocken wir. Kann ich nicht. Verdammt. Und tschüss. Erz. Alle Waffen erhalten diesen Effekt. Jeder angrenzenden Gegenstand dieses Items erhält plus 3 Schaden. Ganz ehrlich, das Ding ist so Müll. Schön, Ohre nochmal alles stärker. Was ist verankert? Das ist nur ein Item-Lexikon. Kannst mir auch nicht angucken. Guck mal, vielleicht hat ja eine Waffe so etwas. Nee. Das Juwel nehme ich auf jeden Fall mit. Das hier kann ruhig weg. Oh, ich kann nur eins mitnehmen. Das Ding hat mich halt echt eigentlich überhaupt nicht vorangebracht. So, wir nutzen jetzt erstmal hier unseren Schlüssel. Bevor wir zu viele haben. Zahnarztkette. Was macht Wut? Kann ich mir nicht mal angucken. Die Stiefel kannst du behalten. Das hilft mir nicht. Ist alles Müll. Gehen wir da hin, wenn wir uns das schon freigemacht haben. Jetzt haben wir ein neues Gebiet erreicht. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt noch einen Kampf und dann mache ich für heute erstmal Schluss, weil wie gesagt, mir geht's nicht gut und ich würde mich dann jetzt erstmal ausruhen wollen. So, den machen wir weg. Und der verzieht sich sowieso. Magisches Kaut. Der Würfel hat mir eigentlich bisher Glück gebracht. Ja, und wie gesagt, hier würde ich dann jetzt erstmal speichern. So, Spiel ist gespeichert. Dann gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und ich hoffe, dass ihr Spaß hiermit hattet. Ich hatte es auf jeden Fall. Das Spiel ist interessanter, als man denkt. Ist ein sehr gutes Roguelike. Spiele ich in Zukunft bestimmt ein bisschen öfter. Auf jeden Fall bin ich dann jetzt hier für heute dann jetzt raus. Wenn es euch gefallen hat, ich lade es ja später auch noch auf YouTube hoch. Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss!